Streng geheim heute? Ist der Denver Airport eine geheime Basis der neuen Weltordnung? Der Denver International Airport wurde 1995 eröffnet. Das Budget wurde um 2 Milliarden Dollar überzogen und der Bau wurde durch private Gelder finanziert. Doch niemand weiß mit absoluter Sicherheit von wem. Kritiker des Projekts merkten vor Baubeginn an, dass die Stadt Denver bereits einen Flughafen besitze. Es gibt einige bizarre Details am Flughafen. So sind die Start- und Landebahnen in der Form eines Hakenkreuzes angelegt. Ein Widmungsstein zeigt ein Winkelmaß und Zirkel, das Symbol der Freimaurer. Und der Stein ist der New World Airport Commission gewidmet. Doch gibt es keine derartige Organisation. Des Weiteren zieren merkwürdige Kunstwerke das Gebäude, die von vielen als Darstellungen des Weltuntergangs gesehen werden. Die fast 10 Meter große Pferdestatue mit leuchtend roten Augen zum Beispiel. Ein Reiter der Apokalypse? Verschwörungstheoretiker behaupten, der Denver International Airport wäre von den Freimaurern zur Ablenkung erbaut. Und mit den zusätzlichen 2 Milliarden Dollar hätte man ein untergründiges Versteck finanziert. In diesem geheimen Bau würde man die Weltelite beschützen, falls es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch oder einer atomaren Katastrophe käme. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Ja, schon irgendwie mysteriös, dieser Flughafen. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon oft gefragt, so ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, das kann ja passieren. Und haben dann die reichen Leute vielleicht irgendwie so einen geheimen Plan und irgendwas da gebaut? Wer weiß es schon. Sagt eure Meinung doch mal und schreibt sie in die Akten.